Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Crysis 2. Wir haben Besuch vom Heli. Wir hatten Besuch vom Heli. Panzer 1 ist draußen. Panzer 2 ist draußen. Keiner nimmt es mit uns auf. Hä? Davon ist doch gar nichts. Ja, okay. Ich glaube, ich muss hier einfach zu Fuß weiter. Er ist zu Fuß. Wiederhole. Prophet ist zu Fuß. FDR-Drive, Sektor Ost. Erledigen Sie ihn. Leo Prof. War denn da gerade einer, der es gesehen hat? Gebaut. Sie müssen mir helfen. Ich bin unterwegs zu einem Apartment, das eine alte Freundin mir vermietet hat. Es ist nicht weit, wir treffen uns dort. Aber ich... Die Adresse ist in meiner Datenbank im Labor. Oh Mann, sie ist in dem Terminal auf meinem Schreibtisch. Wenn Sie die Zugangscodes knacken, sind wir geliefert. Sie müssen da rein und den Computer zerstören. Beeilung! Scheiße, Sie sind im Labor, Prophet. Sie müssen da rein, bevor Sie was finden. Ich zähle auf Sie, Mann. Infiltriere das Lagerhaus. Zerstöre teilweise auf dem Aufenthaltsort. Taktische Optionen verfügbar. Gut, ich würde mal sagen, wir markieren erstmal alle Leute hier. Ja, noch mehr sehe ich erstmal nicht. Den habe ich ja markiert. Oder? Nee, doch nicht. Jetzt habe ich ihn. Ja doch, die hatte ich eigentlich schon markiert. Ich glaube, das war es erstmal. Gut, dann hocke ich mich nochmal hin. Lad mal eben Energie auf. Dann probieren wir das mal. Und dann probieren wir mal, ob wir beide kriegen. Dann ist jetzt noch nicht so weit weg, ey. Das ist. Okay, was passiert hier? Irgendwer kommt. Wenn das Verstärkung ist, habe ich ein Problem. Okay, hätte ja klappen können. Dann machen wir es wieder auf die gute alte Art. Wir starten alle ab. Okay, dass hier irgendwelche waren, das wusste ich nicht. Ja, aber... Erfinde Feuer
weiß, dass ich an diese Dinger gehen kann, aber ich sollte davor erstmal die unter mir ausschalten. Ist auch gut, wie der Sound hier irgendwie voll am Rumbangen ist. Oh, ich befürchte, ich sollte hier weg. Komm, so. Probieren wir es mal so. Dafür muss ich aber wesentlich näher ran. Dann lad mal schön nach. Au, 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 okay. Ich brauche mal eben Deckung, ich brauche Energie. So, hier den Panzermodus rein und dann... Gut, einmal Energie aufladen. 13 Schuss habe ich nur noch. Aber das scheint es fürs Erste gewesen zu sein, oder? Sieht zumindest stark danach aus. Ich glaube. Dann legen wir das mal weg. Gucken uns hier mal um. Mal gucken. Wir müssen auch wieder rein. Oh, holy! Scheiße, Alter. Okay, das war überhaupt nicht geplant. Das war... Verstanden. Weiter so. Ach, verdammt! Tarnfeld aktiviert. Keine Lebenszeichen. Er ist top. Ich bin nicht tot. Meine Leute sind tot, das stimmt. Okay, hier, Feuerunterstützung. Lass mich durch. Und irgendwie muss ich... rein. Hier. Tarnfeld aktiviert. Probier einfach mal hier vorbeizukommen. Ha? Da draußen ist nichts mehr. Au, 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 au. Ich bin nicht tot. Achso, ja, dein Partner ist tot, das stimmt. Gut, jetzt muss ich irgendwie mit nach oben finden. Dann haben wir den Fahrstuhl.
Hey, ich hab sie auf der Überwachungskamera. Da oben sind drei Mann. Erledigen Sie sie, bevor Sie was finden. Er hat es anscheinend eilig. Terminal hochfahren. Nochmal, und alle Kopie. Drei Mann? Ich sehe nur zwei. Da hinten ist der dritte. Mann, sieh dir das Zeug an. Du siehst sie gar nichts mehr an. Auf Wiedersehen. Können Sie mich hören? Nee. Was muss ich hier? Doch nicht. Cool. Will ich nicht. Was muss ich denn machen? Ach, hier. Zerstören Sie das Terminal und hauen Sie ab, Prophet. Ein Hubschrauber ist in Ihre Richtung unterwegs. Beeilen Sie sich. Azuba 1, Ihr Ziel ist im Labor im Lagerhaus. Erledigen Sie ihn. Verstanden, Sir. Wo komme ich denn raus? Muss ich den Fahrstuhl nehmen, oder der ist zu? Oh, oh. Kann ich die Fahrstuhl nehmen? Nee. Moment. Erstmal Muni. Das muss sein. Halt deine Schnauze. Oh nein! Die zerlegen das Labor! Jahrelange Forschung einfach weg! Aber ich muss doch bestimmt nicht durchs Fenster springen. Also das glaube ich nicht. Cool, ich kann Fernseher benutzen. Ich glaube nicht, dass ich einfach... Verstanden. Der ist bestätigt. Hier ist Azur 7. Schütze ausgefallen. Wir drehen ab. Dann dreht mal ab, aber ich kann hier nicht raus. Ach, da kann man rüberspringen. Ich musste bestimmt warten, einfach bis sie jetzt da sind, weil davor. Nee, hä? Ich verstehe das nicht. So auch nicht. Wollen wir einer sagen, wie ich hier rauskomme? Es ist schon gut, dass ihr da durchkommt, aber irgendwie... Ach so. Ihr schießt durch die Wand. Auch gut. Komm ich raus! Prophet, raus da, Mann! Die Dreckskerle bomben sie auf den Grund des Flusses! Dann sag mal, wie ich hier rauskomme! Jetzt ist wenigstens der Aufzug da! Der fährt aber schon wieder weg! Wie komme ich da durch? Ich komme noch nicht durch! Ey, hä? Ich bin gerade einfach zu dumm für das Spiel, ne?
Habe ich gerade die Waffe gewechselt? Ich habe gerade ernsthaft die Waffe gewechselt. Ich nehme meine Waffe wieder. Ja, gut, das ist eine andere, aber die ist auch nicht schlecht. Hier war doch gerade einer. Wo ist denn der? Jetzt nicht nachlassen! Hier, nehmen wir den. Wie zu viel komme ich hier raus? Ich komme hier nicht durch. Hä? Hier komme ich auch nicht durch. Irgendwie muss ich was verpasst haben. Halt deine Schnauze! Sag mir lieber, wie ich hier rauskomme. Die kommen hier rein, aber ich komme da nicht raus. Aber irgendwie. Hä? Jetzt mal ganz im Ernst, wie komme ich hier raus? Und hier durchs Fenster oder so komme ich auch nicht raus. Ich hätte gesagt hier, aber also da kommen die rein, aber ich komme da nicht raus. Wieso komme ich da nicht raus? Dieses scheiß Räder, die klettern da einfach rüber. Ich kann das nicht. Ich kann da einfach nicht rüberklettern. Angriff auf Primärziel. Holy shit! Holy shit! Ich kann nicht laufen. Wie komme ich hier raus, Mann? Durch Exit geht nicht. Hä? Als ob das hier... Ich hoffe echt nicht, wie ich hier rauskomme. Ich bin gleich tot, aber ich komme hier einfach nicht raus. Wieso komme ich hier nicht raus? Ich komme halt nicht mehr runter und hier oben komme ich nicht raus. Ich muss niemals durchs Dach raus. Ich komme hier aber auch nicht raus. Kein Kontakt, alles sicher. Ich komme durchs Fenster nicht. Hä? Push the bar to open. Ja, geht nicht. Und da komme ich auch nicht raus. Hä? Jetzt mal ganz im Ernst, wie komme ich hier raus? Ich verstehe es nicht. Ich hab keine Ahnung. Es geht nicht. Ich komme ja nicht den Weg wieder zurück. Und einen anderen Weg gibt's irgendwie nicht. Oder habe ich irgendwas verpasst? Okay, ne, den Piloten kriege ich nicht. Wie komme ich hier raus? Irgendwie muss ich den Fahrstuhl doch auch rufen können, oder nicht? Es wäre unlogisch, wenn man den Fahrstuhl von hier oben nicht rufen kann. Aber hier ist nirgendwo was irgendwie. Mann, wie komme ich hier raus? Alles okay. Falscher Alarm. Falscher Alarm? Hä? Hey, da kann mir irgendeiner sagen, wie ich rauskomme. Ich komme nicht durchs Fenster oder sonst was, das geht nicht. Ich komme nicht durch die Tür und ich komme nicht durch den Fahrstuhl. Und einen anderen Weg gibt's nicht. Durchs Dach komme ich auch nicht raus. Habe ich irgendwo eine Tür übersehen? Oder wie zum Fick komme ich hier raus? Ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt ein Bug irgendwie? Es gibt ja keinen Ausweg. Ich habe jetzt alles ein paar Mal abgesucht, aber es geht ja einfach nicht. Ist das ein Bug oder bin ich echt zu blöd gerade? Ich verstehe es nicht. Hä? Ja, hier komme ich ja nicht durch. Durchs Fenster komme ich nicht raus, durch die Tür komme ich nicht raus. Und einen anderen Weg gibt's nicht. Verstehe ich nicht. Okay, ich muss mir echt mal angucken, wie ich herauskomme. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, mal gucken. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie das gehen soll. Aber das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Ach, keine Ahnung. Ich probiere es jetzt.
Das hat gut funktioniert. Ja, das wird mir jetzt erst gesagt. Das ist mal komplett schief gelaufen. Da war das Fenster im Weg. Los, komm jetzt hier so und. Hier ist auch verstanden. Schütze ausgefallen. Wir drehen ab. Hä? Okay, keine Ahnung. Also, um es jetzt mal zu sagen, im Video, ich habe mir jetzt ein Video angeguckt, da wurde gezeigt, dass ich einen Heli aufknallen muss und der dann hier so abstürzt und ein Loch in den Boden macht. Aber es funktioniert ja nicht. Der Heli dreht ja dann einfach ab. Und im Video wurde das auch mit dem Raketenwerfer gemacht, den ich gerade benutzt habe. Steigen jetzt aus, ja toll. Prophet, raus da, Mann! Die Dreckskerle bomben sie auf den Grund des Flusses. Ich würde ja gerne raus hier, aber irgendwie. Cool, jetzt habe ich nicht mal mehr einen Raketenwerfer oder was. Nice. Hä? Ich raff das nicht, wie soll das gehen? Ich muss jetzt erstmal die ganzen Leute hier killen, bevor ich weitermachen kann. Also. Warte, hier liegt einer. Da kommt der Heli wieder. Angriff auf Primärziel. So, Moment. Na ja, komm, da. Heißt ja, wir gehen runter. Jetzt hab ich's. 1 zu 1 geht runter. Wow. Alter, war das knapp. Okay. Endlich haben wir es geschafft. Oh Mann. Sie leben noch, Gott sei Dank. Ich sende jetzt Koordinaten an den Anzug. Es ist nicht weit. Ich habe hier auch eine Mulde, veraltetes Crynet-Zeug, das ich bei meiner Kündigung mitgenommen habe. Nicht so leistungsstark wie das im Labor, aber es muss reichen. Treffen mit Nathan Wood. Gut. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wer soll denn darauf kommen, ey? Da wäre ich niemals drauf gekommen. So. Gut, dann würde ich mal sagen, das war eine sehr anstrengende Folge. Ich hoffe, diese hat, ja, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, bewerten und kommentieren und zur nächsten Folge wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.